Nachdem Josh Taylor und Naoya Inoue am vergangenen Wochenende im Superleichtgewicht und im Bantamgewicht das Finale der World Boxing Super Series erreicht haben, freut sich Kalle Sauerland bereits auf das nächste Halbfinalevent. Bildergalerie Boxen, Schmeling, Ali, Klitschko kämpften bereits in Frankfurt 23 Bilder. Am 15. Juni trifft Christoph Glowacki in der Arena Riga auf Mairis Brides, Junje Dortikos kämpft gegen Andrew Tabiti. Wir können es kaum erwarten, unseren letzten Finalisten für die Ali Trophy zu finden, erklärte der Promoter. Aber es ist unmöglich, die Gewinner dieser explosiven Kämpfe vorherzusagen. Der Thron im Cruisergewicht ist leer und alle vier haben das Potenzial, der neue König zu werden. Nachdem Brides im vergangenen Jahr im Halbfinale an Alexander Usyk gescheitert war, dürfte der Lokalmatador in seiner Geburtsstadt umso motivierter sein, zumal die Niederlage im Vorjahr seine bislang einzige im Profibereich ist. Meistgelesene Artikel: Fußball, 3. Liga, Bayern 2 muss um Aufstieg bangen. Fußball, Bundesliga, Bobic, Kovac hat sich rausgefightet. Int. Fußball-Mega-WM 2022 in Katar vom Tisch. Int. Fußball-Serie A: Die Trainerkandidaten bei Juventus Sports, FIFA 19. Lester Profi wird FIFA-Albtraum. Sauerland macht Hoffnung auf spektakuläre Kämpfe in Riga. Auch der Kampf zwischen Dortikos und Tabiti verspricht jede Menge Zündstoff. Beide Boxer führen momentan via Social Media einen kleinen Krieg aus und wollen nun beide beweisen, dass sie der beste Fighter im Cruisergewicht sind. Eines ist sicher, wir haben am 15. Juni noch einige Leckereien vor uns, machte Sauerland entsprechend schon einmal Vorfreude auf den Kampf. Zugleich geriet der 42-Jährige beim Gedanken an die vergangene Fight Night in Glasgow ins Schwärmen. Was für eine Nacht des Boxens. Taylor ist bereits jetzt eine schottische Legende und Inoue hat erneut bewiesen, warum er das Monster genannt wird. Seine Gesamtkampfzeit im Turnier beträgt nun 5 Minuten und 29 Sekunden. Ich meine, wird dieser Typ in 10 Minuten das Turnier gewinnen? DZN gratis testen und Kampfsport-Highlights live. Let's block ads. Why?